Hi, meine lieben Gamer-Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, gibt es heute mal ein Karting-Video. Und zwar war ich gestern am Samstag mit meinem Cousin zusammen Kart fahren. Gott, hab ich das vermisst. Wir waren im Kartomania bei mir in Stuttgart und wie gesagt, ich hab's hart vermisst, endlich mal wieder Gas zu geben, den Sound des Motors zu hören und einfach mal wieder Gas zu geben. Ich hab's hart vermisst. Ich habe am Anfang des Qualifyings erstmal versucht, meine Linie zu finden und ja, einfach wieder reinzukommen. Und ganz kurz vorweg, bevor ich das vergesse, es tut mir leid, dass die Kamera so ein bisschen beschissen eingestellt ist. Dafür muss ich jetzt erstmal wieder ein Gefühl bekommen. Und ich habe es auch ehrlich gesagt vergessen, am Handy zu überprüfen. Mit den nächsten Videos wird es dann aber auch wieder besser. Ihr seht, ich habe hier auch in Qualifying schon die ersten Leute dann vor mir gehabt. Und es war geil, weil die Sache ist einfach, ein paar Fahrer haben echt Probleme gemacht oder mir Probleme gemacht, an denen vorbeizukommen. Was ich aber echt geil fand, mehr oder weniger, weil so konnte ich auch meine Kampflinien wieder trainieren und alles. Das fand ich echt, echt nice. Und wie ihr hier jetzt wunderschön seht, habe ich echt versucht, wie komme ich am schnellsten und am engsten um die Kurven. Und in der Kurve von eben habe ich das richtig, richtig nice hinbekommen. Mir ist es ab und zu mal passiert, dass ich die Bande geknutscht habe oder so, aber immer nur ganz minimal. Und im Qualifying ist schon so viel passiert, deswegen zeige ich euch das alles jetzt schon. Hier auch wieder wunderschön die Linie geholt. Und da musste ich dann so ein bisschen wieder variieren oder mal variieren, was so ein bisschen meine Linie betrifft. Und hier sind wir dann jetzt auch schon in der Startaufstellung, was ihr jetzt gerade leider nicht mehr gesehen habt, weil dazu war die Kameraeinstellung einfach zu beschissen. Wie gesagt, es tut mir leid. Und zwar musste ich erstmal gucken, wo war Platz 1. Das war echt so ein bisschen weird für mich. Und rechts neben mir auf Platz 2 hat sich mein Cousin platziert, was ich richtig, richtig geil fand. Ich musste dann erstmal beim Stehen mein Visier hochmachen, weil ja, ich fahre mit geschlossenem Visier, also fast geschlossen. Ich lasse immer so einen Schlitz offen zwischen, wie sagt man das jetzt, Helmende und Visier. Ansonsten kriegt man ja da echt kaum Luft. Und dann war hier auch schon der Start. Ich habe es ganz, ganz leicht um eine Millisekunde verpennt, rechtzeitig drauf zu drücken. Da war mein Cousin im Endeffekt ein bisschen schneller, was ihr jetzt nicht gesehen habt. Aber es war auf jeden Fall so. Er hat es mir zumindest so gesagt. Und ich glaube ihm das auch. Was heißt, ich glaube, das hört sich ein bisschen beschissen an. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ich habe dann erstmal natürlich versucht, Luft nach hinten zu bekommen, dass ich nicht zu sehr ins Schwitzen komme. Weil ich bin halt mit langen Klamotten zum Kartfahren gegangen. Weil es ist definitiv nicht empfehlenswert, zumindest hosenmäßig etwas Kurzes anzuhaben, weil es wird dann doch ein bisschen arg heiß oder beziehungsweise warm im Kart, und wenn dann halt ja, kurze Hosen am Start sind, nicht so optimal. Und da hat irgendwie ein Familientreffen stattgefunden, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe nur vorher die gelbe Flagge, also in dem Fall gelbe Lämpchen, bemerkt, dachte so, hä, wo ist denn was, ich habe nichts gesehen. Und dann habe ich diesen Gruppentreff gesehen und dachte so, läuft bei euch, ihr habt mir das geschafft, also sagt so, ich weiß echt nicht, wie sie es gepackt haben. Keine Ahnung, das wird mir immer ein Rätsel bleiben. Ich habe dann erstmal ein bisschen versucht, so ein bisschen, ja, Formel 1-like meine Reifen warm zu halten. Ich glaube, das ist aber mehr so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Was man hier auch wunderschön sieht an meiner rechten Hand, ich habe umgegriffen. Und das habe ich bei jeder spitzeren Kurve gemacht, weil halt, ich hatte so besseren Halt. Also, wie kann ich das am besten erklären? Ich hatte so am besten mein Kart im Griff. So ist es mir nicht weggerutscht, und so hatte ich auch, weil im Kart ist natürlich auch ein gewisser Widerstand da zum Lenken. Und das habe ich mit dem Umgreifen von der jeweiligen Innenhand zur Kurve versucht zu kompensieren, was mir auch gelungen ist. Nur ich habe jetzt heute dadurch extrem Muskelkater in der Brust. Und ja, wie gesagt, ich habe auch viel frei fahren können. Weil wenn ich dann natürlich die ganzen Leute dann überrundet und überholt habe, was heißt überholt, überrundet, überholt habe ich eigentlich keinen, weil ich war eigentlich das ganze Rennen lang über auf Platz 1. Und ich habe dann eigentlich, war eigentlich auch, mein Gott, froh, wenn ich mal richtig schnell fahren konnte, weil ich wollte eigentlich auch noch versuchen, die 33, also unter die 34 Sekunden zu kommen pro Runde. Habe ich leider jetzt schon mal vorweg nicht geschafft. Da bin ich bisschen enttäuscht von mir. Ich war auf nur 34,1. Ich habe wirklich in jeder Runde dann versucht,
wo kann ich noch was rausholen. Ich habe auch an einer Stelle habe ich extrem früh gebremst, anders als früher, und zwar an der Kurve jetzt. Da habe ich echt früh gebremst, okay, in der Szene jetzt nicht, aber so das ganze Rennen über. Und da, stimmt, da musste ich richtig, richtig heftig abbremsen, weil die plötzlich so reingezogen hat, womit ich nicht gerechnet habe. Ich dachte eigentlich, dass die mich von hinten bemerkt, aber dem war leider nicht so. Die hat mich dann erst gemerkt, wo ich hart abbremsen musste, aber egal. Wie gesagt, ich wollte eigentlich unter die 34 Sekunden kommen, aber es ist mir, wie gesagt, nicht ganz gelungen. Ich habe halt wirklich versucht, in jeder Runde an irgendeiner Kurve was rauszuholen, aber bei manchen ging es einfach nicht. Ich weiß, dass die 33 Sekunden möglich sind, und mein Cousin hat mir auch im Nachhinein, nachdem wir wieder nach Hause unterwegs waren, hat er mir erklärt, wie er die Schnecke genommen hat. Vielleicht sieht man es im Video jetzt gleich nochmal. Das müsste jetzt die Kurvenkombination, die jetzt kommt, genau hier, da ist er so gefahren, dass er Vollgas gefahren ist und dann hier irgendwie ein bisschen gerade stand. Ich habe es nicht ganz verstanden. Aber das versuche ich beim nächsten Mal besser umzusetzen. Ich bin trotzdem echt zufrieden mit meiner Fahrt, weil, wie gesagt, ich habe eine 34.1 an Bestzeit rausgeholt, für mich persönlich und auch insgesamt. Und da ist jetzt auf die Zukunft mein Ziel, die 33 Sekunden zu packen, dann halt irgendwie 33 Sekunden noch was oder sowas, keine Ahnung. Ich glaube, meine absolute Bestzeit auf der Bahn liegt bei irgendwie 32. Ich bin euch ganz ehrlich, nach dem Gefahren, was ihr hier seht, weiß ich nicht, wie ich das gemacht habe. Aber ich weiß es ganz genau, dass meine Bestzeit bei irgendwas mit 32 liegt. Aber man muss natürlich auch ganz offen dazu sagen, beim Rennsport ist es definitiv so, wenn du frei fahren kannst, bist du etwas langsamer, wie wenn du von hinten Druck bekommst. Weil dann willst du natürlich versuchen, deinen Platz zu behalten. Dann musst du natürlich auch noch mehr pushen und noch mehr ins Risiko gehen. Und das macht man automatisch nicht, wenn man frei Fahrt hat und hinter einem auch kein Druck ist. Dann macht man das automatisch nicht, und man kann es dann auch nicht wirklich rausholen. Und hier war es eine Szene, da haben die mich alle extremst aufgehalten. Aber ich kann natürlich auch nicht einfach durch die durchfahren oder so, blöd gesagt. Die sind natürlich auch nicht durchsichtig. Aber nach dieser Passage, nachdem das zu Ende war, ich weiß jetzt nicht, ob ich es mit reingeschnitten habe, weil ich habe es nicht offensichtlich gesehen, aber auf jeden Fall war es dabei. Und zwar hat der Typ mit dem weißen T-Shirt, der hat mich einmal so extrem aufgehalten. Ich bin nicht an dem vorbeigekommen, und gerade eben habt ihr es gesehen, es gab einen extremen Wackler, und da hat der mich von hinten leicht in die Seite reingecrasht. Da musste ich dann auch kurz das ganze Kart korrigieren, ansonsten hätte es mich wahrscheinlich gedreht. Ich weiß es nicht, aber so brutal war es eigentlich gar nicht. Auf jeden Fall, der Typ mit dem weißen T-Shirt, der hat mich teilweise so hart aufgehalten. Und irgendwann habe ich dann nach hinten geguckt, und mein Cousin war an meiner Stoßstange hinten dran. Und da dachte ich so, scheiße, jetzt muss ich Gas geben, weil mein Cousin, der ist schnell. Der ist wirklich extrem schnell. Ich muss es so offen sagen, der hat sich in den letzten Jahren so heftig entwickelt, und hier habe ich mich komplett verbremst. Aber wie gesagt, mein Cousin, der ist so extrem schnell geworden. Also da muss ich mich echt in Zukunft warm anziehen, wenn ich mit ihm zusammen fahre. Das ist echt nicht von schlechten Eltern. Und ja, hier war dann das Rennen auch schon tatsächlich zu Ende. Ich habe ganz gechillt gemacht, weil ich auf meinen Cousin warten wollte, der irgendwo noch hinter mir war. Ich habe dann gesehen, mit der nächsten Kurve, dass er links von mir kommen will. Ich weiß nicht, wann es genau kommt, aber ich habe es auf jeden Fall drin gelassen. Genau, jetzt kommt er links neben mich. Ihr seht das jetzt leider nicht so ganz. Ah doch, ihr seht es, perfekt. Wie gesagt, meine Kameraeinstellung war nicht ganz optimal. Die muss ich fürs nächste Mal wieder optimieren. Und ja, das war's vom Rennen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt rein in die Vlogging-Aufnahmen noch. So, Freunde, wir sind jetzt zu Hause angekommen. Ohne Witz, ich habe das Kartfahren richtig heftig vermisst. Auch wenn es jetzt noch gar nicht so lange her ist, dass ich das letzte Mal Kartfahren war. Das letzte Mal ja auch mit meiner Familie. Und ja, jetzt fange ich auf jeden Fall wieder regelmäßig an, Kart zu fahren. Heute jetzt mit meinem Cousin zusammen. Sind wir zu einer Gruppe dazugestoßen. Ja, war richtig spaßig. Ich habe zum ersten Mal richtig hart geschwitzt, weil ihr habt es gerade im Video schon gesehen. Mein Cousin war ziemlich knapp hinter mir an mehreren Stellen des Rennens. Und ja,
Aber es waren auch viele Situationen dabei, wo die Leute, die ich überrunden musste, jetzt mal mehr oder weniger vorbei zur Seite gegangen sind. Aber naja, es hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht und ich versuche jetzt auf jeden Fall öfters wieder Kart zu fahren, auch wenn es ein bisschen teuer ist, aber naja, was tut man nicht alles für sein Hobby, ne? Ihr wisst selber. Unter Umständen vielleicht, keine Ahnung. Und ja, wollte ich noch irgendwas sagen? Ich glaube nicht. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Mal eine andere Art von Videos, aber davon würde jetzt definitiv mehr kommen, weil ich liebe es Kartfahren einfach. Damit würde ich jetzt auf jeden Fall sagen, könnt ihr euch auf weitere Videos freuen von dieser Art. Und in Zukunft wird da auch mehr dabei gevloggt. Also das war jetzt heute mal so ein kleiner Einstieg, sage ich jetzt mal, in diese Art von Videos. Ja, wann das nächste Video kommt, weiß ich noch nicht. Ich versuche es morgen hinzukriegen. Also dieses Video wird ja auch morgen erst kommen, also Sonntag. Und dann morgen ist dann wieder Montag quasi. Ja, gebt auf jeden Fall ein Like und haut gerne irgendwas in die Kommentare, worauf ihr Bock habt. Und damit sehen wir uns beim nächsten Video. Wann ich wieder live gehe, ihr wisst Bescheid, gebe ich euch über Instagram Bescheid. Und ja, bis dahin wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Restsonntag. Und haut rein. Ciao.